Hallo und herzlich willkommen. Es gibt wieder ein neues Stellplatzvideo mit eurem Dachmobil. Wir haben den 21. April 2024 und sind kurz entschlossen nach Xanten gefahren. Als wir losfuhren, wussten wir noch gar nicht, dass es den Womo-Park Xanten in der Form nicht mehr gibt. Hier findet gerade eine große Veränderung statt. Der alte Betreiber ist vor 2 Jahren schwer erkrankt. Er hatte damals, wir waren zu dem Zeitpunkt hier gewesen, einige neue Ideen schon begonnen, in die Tat umzusetzen. Davon werden wir auch noch das ein oder andere Relikt sehen. Hat aber dann das gar nicht mehr alles umsetzen können. Dann war die Zukunft des Parkes letztes Jahr noch etwas ungewiss und wir haben seit März 24 hier einen neuen Betreiber. Der Platz gehört der Stadt. Es gibt einen Pächter, der das jetzt hier betreibt seit letzten Monat. Und dazu können wir euch eine Menge erzählen, zumal der Stellplatz jetzt Wohnmobilstellplatz Xanten heißt. Deshalb werdet ihr auch auf der alten Homepage von Womopark nichts mehr sehen können. Wir blenden euch den Link der neuen Homepage natürlich ein. Am Prozedere hat sich hier für normale Camper nichts geändert, aber das System mit dem Reservieren und wie ihr das kennt und dieser Bonuskarte, wenn ihr noch den Park von früher kennt, hat sich einiges geändert. Aber das erzähle ich euch im Verlauf des Videos. Und wer Xanten nicht kennt und nicht weiß, was er hier zu dem Park noch alles erleben kann, dem zeigen wir das natürlich alles wieder in einem zweiten Video, das wir euch hier parallel gleichzeitig online stellen zur Stadt Xanten mit einem wunderschönen Dom, einem archäologischen Park, wo schon die Römer gelebt haben und man vieles sehen kann, was die Römer gemacht haben, und einer wunderschönen Naturgegend hier an der Bislicher Insel und allem anderen, was die Umgebung noch zu bieten hat. Jetzt zeigen wir euch erstmal die ganzen Annehmlichkeiten, weil hier gibt es doch ein bisschen mehr als auf dem ein oder anderen Stellplatz, den man so in der Regel vorfindet. Kommt einmal mit, wir zeigen euch, wie ihr hier angefahren kommt. Ihr kommt von der Bundesstraße angefahren und folgt schon gut ausgeschildert ab der Bundesstraße die Hinweisschilder zum Wohnmobilstellplatz. Dann kommt ihr unten in diese kleine Allee hineingefahren, die euch auf den Fürstenberg hinaufführt. Es ist eine Sackgasse. Und dann wird es ein bisschen tricky, weil wir hier 2 Spuren haben für die Ein- und Ausfahrt. Bei Reinfahren tut er zwischen diesen beiden Bäumen, da müsst ihr ein bisschen, je nachdem, wenn ihr was größer seid, einschlagen. Ansonsten habt ihr den Baum im Kühler. Und rausfahren müsst ihr hier rum. Also, so wie die Reifenspuren zeigen, haben hier einige ein bisschen Probleme mit dem Radius. Wie gesagt, wir standen schon mal hier mit unseren 7 Meter Peanuts. Gerade fuhr ein Kastenwagen rein. Alles easy. Da habe ich auch noch im Weg gestanden. Also schreckt nicht ab. Vom Platz her sage ich an der Stelle schon, je nachdem, wo ihr steht, ist es sehr, sehr ruhig. Habt ihr die äußeren Plätze unten zu der Bundesstraße hin, hört ihr Fahrgeräusche. Wobei in der Nacht da auch nicht viel los ist, aber am Abend hört ihr halt noch die Autos, die Umgehung um Xanten fahren. Dann geht es auch hier schon hoch. Und ihr fahrt einfach die Einfahrt rauf, bis es nachher oben eine scharfe Rechtskurve gibt. Die Warnbarke, die ihr da seht, die regelt nur, dass die PKWs nicht auf dem Wohnmobilstellplatz fahren, sondern auf der linken Seite einen Ausweichparkplatz für das gegenüberliegende Stadion nutzen. Jetzt noch etwas Historisches. Der Stellplatz liegt auf dem alten Leprahausgelände. Hier war früher die Leprastation der Stadt Xanten. Nee, alles gut. Wie gesagt, wir waren ja schon mal da. Keine Keime mehr vorhanden. Lasst euch nicht vom Ampelsystem irritieren. Das ist ohne Funktion und gehört zu dem alten System, das der ehemalige Betreiber hier in Nutzung nehmen wollte. Das erklären wir euch aber später noch genauer.
Es hat die letzten Tage heftig geregnet. Die Schlaglöcher können wir ja, wie ihr seht, sind schon mal mit Kies befüllt worden. Ich denke mal, dass das auch jetzt wieder passiert. Weil Rom ist ja auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und da der Betreiber das ja erst seit gut 3 Wochen inne hat, ist noch einiges hier, was umgesetzt wird. So, wir müssen mal aus dem Weg gehen, da kommt wieder ein Wohnmobil angefahren. Wenn ihr um die Ecke jetzt kommt, ist nicht die Schranke eure Anmeldung. Ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Die Schranke sowie die Kamera zur Kennzeichenerkennung, was hier früher mit dieser VIP-Karte zu tun hatte. Du konntest hier eine Stellplatzkarte erwerben. Ich weiß es nicht mehr genau. Du hattest dann so und so viel Übernachtungen umsonst, musstest aber bei Erwerb der Karte halt diese 10 Übernachtungen schon bezahlen. Und ich glaube, 8 hattest du dann oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Dann konntest du jederzeit darüber reservieren und konntest gucken, welche Plätze frei waren. Das war hier gedacht. Das Ganze müsste demontiert werden, darf der Betreiber aber im Moment nicht, weil das ganze Schranken- und Überwachungssystem sowie auch die, ich nenne es mal Terminals, die gleich noch zu sehen sind, alle Eigentum des Schrankeninhabers ist, der das dann praktisch über Pacht dem alten Betreiber zur Verfügung gestellt hat. Also nicht irritieren lassen, vorbeifahren. Dann haben wir schon direkt ein Schild der Stadt Xanten, die euch mit den Highlights, die hier zu sehen sind, begrüßt. Die Stadt Xanten ist ein Luftkurort und ich finde immer ganz knuffig das kleine Gradierwerk, was ihr im Kurpark findet. Der Kurpark, dazu muss ich anmerken, ist die Grünanlage rund um die alte Stadtmauer. Richtig schön. Man darf auch mit dem Fahrrad da durchfahren und wirklich super schön gemacht. Schaut in das andere Video, wir sind's gefahren. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ihr kommt dann auf das Platzgelände und da müsst ihr wissen, es gibt 2 Arten von Plätzen. Es gibt Standardplätze, so wie unserer, schwenkt mal rüber. Und es gibt Komfortplätze, die wir euch gleich zeigen. Die Komfortplätze verfügen über einen Rasengitterpfad und einen Pavillon, Sitzmöglichkeiten und einen Grill. Zeigen wir euch aber gleich. Nur ihr müsst vorher, bevor ihr euch anmeldet, wissen, welchen Platz ihr nutzen wollt. Und jetzt höre ich mal auf zu reden, sonst muss die Christine da noch eine Stunde stehen und warten, weil sie nicht vorbeifahren kann. Ihr könnt natürlich auch erst eine Runde um den Platz fahren, weil ihr nachher auch gefragt werdet, welchen Platz möchtet ihr stehen, der und der ist frei. Und wenn ihr schon wisst, welchen ihr nehmen wollt, ist es natürlich einfacher. Es soll sich erst angemeldet werden, aber alle drehen hier im Grunde erst ihre Runde, weil wie jetzt, wo es geregnet hat, ist auch der ein oder andere Boden etwas aufgeweicht. Das ist sehr unterschiedlich, das können wir hier nicht verallgemeinern. Und dann geht ihr rein zur Anmeldung. Ihr könnt in das Anmeldegebäude einmal hier über die Terrasse gehen oder auch von der anderen Seite, wo auch schon die Frischwasserversorgung steht. Es ist gerade High Noon, 12 Uhr mittags in Deutschland. Die Camper kommen, die Camper gehen. Es ist gerade voll. Ich zeige euch gleich die Anmeldung. Aktuell gibt es 59 Standardplätze und 11 Komfortplätze. Früher konnte man hier Wohnwagen mieten, die oben auf dem Bereich der Komfortplätze standen. Die waren aber so marode, dass sie alle auch letztes Jahr entsorgt wurden. Die Platzgegebenheiten, zeigen wir euch gleich, sind so vorbereitet, dass dort Komfortplätze eingerichtet werden können, die auch in Zukunft jetzt hier als nächstes in Angriff genommen werden sollen. Moment. Hier in dem Standardbereich gibt es auch noch, ich glaube, 4 Komfortplätze. Ob die hier in dem unteren Bereich bleiben oder dann nach oben verlegt werden, das kann ich euch an diesem Moment nicht sagen. Ich würde ja gern fragen, aber die Anmeldung ist immer noch voll. Ich zeige euch aber gleich auf jeden Fall mal, wie dieser Komfortplatz aussieht und wo noch weitere Komfortplätze hinzukommen sollen. Vor der Anmeldung habt ihr die einzige Frischwasserversorgung, die es hier auf dem gesamten Gelände gibt. Hier an dieser Säule könnt ihr das Frischwasser, ist schon wieder ab, hier einfach aufdrehen
und das Wasser kommt, nutzen. Ihr könnt die Gießkanne drunter legen oder aber auch den Schlauch nutzen, um euren Tank direkt zu versorgen. Und wer das abmacht, damit, ne, das mit dem Schmutz und so nicht vorkommt, sollte es auch wieder dran stecken. Ansonsten hast du eben die Schmutzpartikel in deinem Tank. Wollen wir alle nicht. Also meine Bitte an euch, wenn ihr es abmacht, macht es wieder dran. Will ja keiner danach so nutzen. Die Anmeldung hat Öffnungszeiten. Und zwar in der Woche von Montags bis Freitags von 10 bis 17 Uhr. An den Wochenenden und an Feiertagen von 11 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 18 Uhr. Ansonsten... 16. Bis 16 Uhr, Entschuldigung. Mal gut, dass wir einen Alfred mit haben, ne? Der hat auch sein Mikro an, man konnte ihn hören. So, sollte es irgendwie zu Problemen kommen, gibt es eine Notfallnummer, die ihr jederzeit anrufen könnt. Und bei unserem letzten Aufenthalt hier war es so, dass dieser arme Kerl dreimal nachts angerufen wurde, weil... die Sicherungen rausflogen, weil hier es bitterkalt war, es geschneit hat und ganz, ganz viele Heizgeräte liefen. Okay, wir müssen immer noch die Zeit überbrücken. Die Anmeldung ist immer noch belegt, aber kein Problem. Hier in dieser schönen Lounge befindet sich dann die Anmeldung. Dafür geht ihr doch an das Fenster und könnt euch hier anmelden. Schaut bitte, wo ihr hin möchtet, aber lasst euer Mobil vorne, wo wir eben gezeigt haben, stehen und dann wird euch auch gesagt, ob der Platz frei ist oder nicht. Zukünftig soll es auch draußen eine Anzeigetafel geben, weil ihr könnt ja die Plätze reservieren. 40 Plätze sind zu reservieren, 40 bleiben für die, die so anreisen, offen. Welche Plätze davon belegt sind, weil sie reserviert sind? Hier habt ihr außerdem noch die Möglichkeit, Informationsmaterial zu Xanten und der Umgebung zu erwerben. Das kühle Blonde und ein Glas Wein darf auch nicht fehlen. Und wenn es hier geöffnet ist, freitags haben wir auch die Strandbar draußen offen, die wir euch zeigen, ist der Raum hier offen und man kann trocken und warm sitzen. So, ihr habt ja auch die Möglichkeit, das ein oder andere wie eine Safebox oder Reinigungsmittel zu erwerben. Müsst ihr einfach schauen, wenn ihr da seid. Und jetzt lassen wir die Jungs wieder hier rein, weil die müssen arbeiten. Hier in dem Bereich befindet sich der Wellnessbereich. Wir haben hier das Sanitärgebäude. Dahinter einen netten kleinen Fischteich mit zwei einladenden Bänken. Und dann geht es da in die Wellnessoase. Die zeigen wir euch separat. Sowas hat nicht jeder Stellplatz. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Sanitärgebäude, bevor wir dann weiter nach hinten gehen. Mit dieser Karte kommt ihr dann ins Sanitärgebäude. Vor dem Laser legen, Ton abwarten und schon geht's hinein. Ihr kommt hier in den wirklich schön gemachten Sanitärbereich, in dem es verschiedene Räumlichkeiten gibt. Wir haben hier zwei Duschräume mit einzelnen separaten Waschbecken. Nimmst du besser die Seite hier bei einer Duschen, hier ist es ein bisschen nass. Und was ihr hier auch habt, ist eine Art Erlebnisdusche mit dem Regenwasserfall und den verschiedenen Funktionen. Insgesamt gibt es vier Duschkabinen von Männlein und Weiblein, beide jeweils zu nutzen. Dann in dem hinteren Bereich haben wir noch die Toiletten für die Herren und auf der anderen Seite für die Damen. Hier stehen euch nochmal zwei weitere Waschbecken zur Verfügung sowie drei Toilettenkabinen. Von daher klassische Toilette, sehr schön gefliest, sehr einladend mit allem, was man als Equipment dazu braucht. Die Toiletten werden täglich gereinigt. In den frühen Morgenstunden und am Wochenende in der Mittagszeit. Also auch von hier habt ihr den Blick auf den kleinen Weiher, der vor der Wellnessoase ist. So, und ganz vorne, damit man nicht zu weit laufen muss, ist im Sanitärgebäude noch eine Behindertentoilette, die momentan verschlossen ist. Kleine Korrektur, das Behindertenbad war belegt. Wir können es euch leider an der Stelle nicht zeigen, da wir das Sanitärgebäude nicht nutzen und ich unsere Karte, die ich freundlicherweise zur Verfügung gestellt habe, gerade zurückgeben muss. Also von daher
tut es mir leid, dass ich es euch nicht zeigen kann. Hätte ich gerne gemacht. Es ist auf jeden Fall, wir stehen vor dem Fenster, ausreichend groß. Das heißt, mit Sicherheit, mit Dusche und den entsprechenden Hilfseinrichtungen und Sitzmöglichkeiten. Ich will da jetzt aber auch nicht durch die Fenster spinzen, weil so ein bisschen Privatsphäre sollte man ja haben. Ich schussel, ich werde immer älter, ne? Ich habe euch noch gar nicht zu den Preisen erzählt. Der Standardplatz kostet 15 Euro inklusive Frischwasser, Müll, Grauwasser und Chemietoilettenentleerung. Der Komfortplatz kostet 20 Euro. Bucht ihr Strom dazu, ist es eine Tagespauschale von 4,50 Euro. Das Sanitärgebäude lässt sich nur über diese Karte öffnen, die als Responder gilt. Die Nutzung des Sanitärgebäudes mit Dusche und WC kostet 2,50 Euro pro Person und Karte. Ja, und dann haben wir noch die Kurtaxe. Die Stadt Sankten ist, wie gesagt, Luftkurort. Die wird mit 2,30 Euro pro Person noch zusätzlich erhoben. Ein Hund kostet 1 Euro. Und ja, das ist das, was an Preisen sich zusammensetzt. Wir haben hier ohne alles für die 2 Nächte mit der Kurtaxe 19,40 Euro, glaube ich, bezahlt. Habe ich richtig gerechnet? Nee, 19,60 Euro. Also, und dann gibt es etwas ganz Besonderes hier auf dem Stellplatz. Da könnt ihr nämlich dazu buchen, dass ihr hier die Angebote der Wellness-Oase inklusive einer Salzgrotte mieten oder nutzen könnt. Öffnungszeiten zeigen wir euch gleich. Ich bin nämlich gerade am Schild vorbeigegangen. Und jetzt zeigen wir euch eine kleine Wellness-Oase. Lasst euch nicht mit dem Wort klein irritieren. Die ist so knufflig und so mega gemütlich und so ansprechend. Da kannst du nur reingehen und du willst nie wieder raus. Kommt einmal mit, wir zeigen euch als erstes den Saunabereich und dann, was es noch hier so gibt. Hier habt ihr den Saunabereich mit vielen Möglichkeiten, euch zu entspannen. Wie gerade gesehen, haben wir hier die richtig beruhigende Rückseite. Das ist die Salzwand, die dazu einlädt, sich es gemütlich zu machen in den davorstehenden Liegen. Getränkeversorgung ist auch gegeben. Hier könnt ihr euch gegen einen entsprechenden Obelus bedienen. Und als Sauna haben wir hier mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt finnisch saunieren. Wer es lieber etwas trockener mag, der geht in die Infrarotkabine. Und ansonsten haben wir hier noch die Erlebnisdusche mit der integrierten Dampfsauna. Und sollte die Frisur oder das Make-up danach nicht mehr sitzen oder ihr fertig sein und euch zurecht machen, inklusive Schminktischchen und Föhn. Es ist an alles gedacht. Aber zu einer Sauna gehört natürlich auch ein bisschen Abkühlen. Und dafür können wir in den Außenbereich gehen, der direkt hier neben ist. Zwei gemütliche Liegen laden euch ein mit Blick auf eine wunderbaren großen Palme. Die zeigen wir euch gleich. Euch auszuruhen nach dem Saunagang oder einen Sprung in den Whirlpool zu machen. Den habt ihr hier draußen auch. Es ist völlig ruhig. Wir sind hier im hinteren Bereich vom Fürstenberg. Ihr hört hier nur Vogelgezwitscher und da ist die Entspannung schon vorprogrammiert. Ist das nicht eine Palme? Wenn ihr jetzt sagt, das ist noch ein bisschen mit Unkraut hier und so, wir haben noch gar keine Outdoor-Saison. Es ist alles noch vor dem Frühjahrsputz, der jetzt stattfindet, weil wir haben ja gerade erst mal April. Ich liege im April zu Hause auch noch nicht im Liegestuhl. Aber das ist nicht alles, was es hier gibt. Es gibt hier noch einen, wie heißt das, Shiatsu? Ich kenne nur Feng Shui. Massagesessel, es gibt noch den Aquajet und es gibt noch was. Aber wir zeigen euch erstmal die beiden anderen und zu den Preisen kann ich euch auch noch was sagen. Soll ich es euch direkt verraten? Dann muss ich aber mein nettes Zettelchen nehmen. Weil für Stellplatzbesucher gibt es auf die Preise, die ich euch jetzt sage, nochmal 20% Rabatt. Und das finde ich schon mal mega. Die Adresse und den Link zur Homepage blenden wir euch natürlich wieder unter dem Video ein. Hier ist der Flyer dazu.
Telefonnummer gibt es auch. Und zwar, wenn ihr den Aquajet oder den Brainlight, diesen Massagestuhl, nutzen wollt, kostet das pro Person 20 Minuten 12,50 Euro. Mein Highlight, das wir euch nicht verraten, kostet auch 12,50. Also schon mal merken, ne? Das letzte, was wir euch zeigen werden, 12,50 kosten. Dann habt ihr hier ein Arrangement, dass ihr das Privatspa-Set für euch buchen könnt. Ihr könnt aber immer nur in Zweierbenutzung buchen. Kostet dann 63 Euro pro Person für 3 Stunden. Oder in der Kombi für 4 Stunden 168 Euro. Ihr könnt dann alles nutzen. Ja. Die 168 Euro waren aber für 2 Personen. Das war dann für 2 Personen. Und es können bis zu 4 Personen in dieser Kombi das Spa nutzen. Ja. Habe ich alles gesagt. Es gibt auch noch Rabatt, 5er-Karten, 10er-Karten und so weiter. Aber da schaut auf die Homepage, das würde jetzt zu weit führen. Wir zeigen euch mal die anderen Geräte. Das ist der Aquajet. Und was ich hier dazu sagen muss, Handtücher liegen bereit, weil im Wohnmobil hast du vielleicht nicht immer, das ganze Equipment mit. Und alles ist liebevoll dekoriert. Und ich kann euch sagen, die Dame, die das Ganze hier leitet, ist mega nett. Also, kann ich euch nur empfehlen. Und sie hat auch bis 20 Uhr geöffnet an den Wochenenden. Besser kannst du einen Tag nicht ausklingen lassen. Die Öffnungszeiten sagen wir euch gleich noch, wenn wir rausgehen. Ich habe sie echt vergessen. Hier haben wir noch den Massagesessel, der dann auch euch eine schöne Massage liefert. Damit ihr von Nebengeräuschen nicht abgelenkt werdet und entspannen könnt, gibt es noch die Kopfhörer mit Entspannungsmusik, die euch ins Land der Träume entführt. Und jetzt mein versprochenes Highlight. Versteckt sich hinter dieser Tür. Schade, dass wir hier kein Geruchsfernsehen haben. Wir haben hier eine Sohle-Berieselungssalzgrotte und du merkst das geht direkt schon durch, obwohl ich hier so dick angezogen bin. Es ist so heimlich mit dem Sternenhimmel und dem Lichtwechsel hier hinten und dem Ganzen. Du merkst, wie das wirklich deine Atembewege schon durchspült. Und das nur mit den paar Minuten, die wir uns das eben hier angeguckt haben. Die Grotte ist gebucht. Wir werden jetzt an der Stelle hier wieder rausgehen, damit die Leute hier rein können. Ich sag euch nur, nehmt es mit. Es ist ein Erlebnis. Montags und dienstags hat der Wellnessbereich Ruhetag. Mittwochs und donnerstags ist er von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und samstags von 12 bis 15 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Und sonntags von 10 bis 18 Uhr, wobei von 13 bis 14 Uhr Mittagspause ist. Bezahlt werden kann bar und mit EC Cash, genauso wie der Stellplatz. Den könnt ihr bar bezahlen und auch mit eurer Karte. Nach so viel Wellness und Sanitär zeigen wir euch noch, wo ihr eure Chemietoilette entleeren könnt. Es gibt 2 Möglichkeiten. Eine ist direkt hier vorne vor dem Sanitärgebäude mit entsprechender Vorrichtung auch die Kassette zu spülen. Und die andere ist etwas außerhalb an der Grauwasserentsorgung. Dafür müsst ihr auf die andere Seite gehen, der Einfahrt, wo ihr hochgefahren seid. Da ist vor einem Parkplatz gelegen die Entsorgungsstation für das Grauwasser und eine 2. Chemietoilettenentleerung. Kann bei der Abfahrt genutzt werden, wenn ihr mit dem Wohnmobil rausfahrt. Andererseits gibt es hier einen kleinen Fußweg, dass ihr da durchgehen könnt, falls die Schlange vor dieser Entleerungsstation zu lang ist. Ihr geht einfach an der Wellness-Oase durch den Rosenbogen, hier den gepflasterten Weg entlang bis zum nächsten Rosenbogen. Und für die, die sich verlaufen sollten, es ist auch immer wieder ausgeschildert, so wie auch der Weg zur Müllentsorgung. Solltet ihr noch aus der Vergangenheit euch daran erinnern, dass es eventuell hier Mietchalets gab, die Wohnwagen sind ja weg, wie schon gesagt, das ist nicht mehr. Es ist ein reiner Wohnmobilstellplatz. PKWs mit Zeltdach obendrauf, alles erlaubt, aber es gibt keine Mietunterkünfte mehr. Wollte ich nur noch mal sagen, bevor ihr in den Kommentaren mich danach fragt.
wenn ihr vom Platz kommt, beziehungsweise hochgefahren kommt und ihr wollt erst entsorgen, fahrt ihr hier auf den Behelfsparkplatz, der ja hier vorne auf der Barke ausgewiesen war, weil es hier um die Ecke direkt die Entsorgungsstation ist. Fahrt dazu einfach hier in diese Bucht hinein. Es gibt eine Ablassrinne, die gut zu erreichen ist. Und daneben befindet sich auch schon das Ausgussbecken für eure Chemietoilette. Wasserhahn mit Schlauch zur Wasserkassettenspülung haben wir auch. Und hier ist einfach ein abgesenkter Gulli-Einlass in der Längsvariante. Müssen wir nicht zu erklären. Damit ihr hier auch mit großen Mobilen reinfahren könnt, ist gegenüber eine Ausweichplatzbucht, dass ihr rangieren könnt, weil fahrt ihr aus Versehen in den Parkplatzbereich, seid ein Kopf kleiner. Also ihr nicht, aber das Wohnmobil. Also nicht nach links, solltet ihr hier rückwärts reinfahren, vorwärts reinfahren, einschlagen, dann macht's Wumms. Die öffentlichen Toiletten da vorne sind, glaube ich, nicht mehr in Gebrauch, so wie sie zugewachsen sind. Also egal. Und hier gibt es kein Frischwasser. Also wenn ihr Frischwasser zapfen wollt, um weiterzufahren, müsst ihr das unten am Platz tun. Station kann auch für Nichtnutzer des Wohnmobilparks Xanten genutzt werden, kostet die Gebühr von 4 Euro, die ihr dann einfach drüben an der Anmeldung, sollte sie nicht besetzt sein, in den Briefkasten werfen könnt. Dort gibt es auch die Trinkwasserzapfstelle, die ihr dann auch gegen die Nutzung einer Gebühr anfahren könnt. Befinden wir uns auf einem der Komfortstellplätze. Ihr habt den geschotterten und den Fahrweg mit Rasengitter gepflasterten Standbereich für euer Wohnmobil. Und daneben habt ihr diese gepflasterte Terrasse mit Sitzmöglichkeiten, einem überdachten Pavillon und dem Grill. Anzumerken ist, Relikte aus der Vergangenheit, die noch nicht entfernt wurden, diese Plätze waren für diese VIPs reserviert, irgendwas mit dieser Karte, ja, ich kann mich da nicht mal ganz genau dran erinnern. Die Reserviertschilder sind nicht mehr relevant, sie müssten abgehangen werden. Außer Strom sind diese Säulen ohne Funktion, wobei da vorne auch noch ein Stromkasten ist. Da sind die auch alle, diese Säulen sind komplett ohne Funktion, ich muss es revidieren, weil jede Parzelleneinheit noch mal einen Stromkasten an und ich sehe gerade gegenüber, dass alle da drin eingesteckt sind und nicht an diesen grauen Monstern. Die sind komplett funktionslos und müssten demontiert werden. Da sie ja aber wie gesagt Eigentum sind, dieser Schrankenüberwachungsfirma, müsste die abbauen und die haben es noch nicht gemacht. Aber wie gesagt, der neue Betreiber hat noch einiges vor. Es sollen auch vermehrt Aschenbecher aufgestellt werden und viele andere Sachen. Eben habe ich gesehen, wie er mit einem seiner Mitarbeiter gesprochen hat, dass da hinten die Grünanlage mal gemäht, Unkraut gejätet werden soll. Also von daher, Rom, ne? Und der eine Tag hat ja auch nicht funktioniert. Anzumerken ist, ob ihr auf Komfort- oder Standardplatz steht, ihr fahrt bitte rückwärts auf die Parzelle. Die Parzellen sind ausreichend groß, egal wo ihr steht. Steht ihr im unteren Bereich, in der äußeren Wandung sind Keile vonnöten, weil wir dort Gefälle haben. Was aber den Vorteil hat, dass das Wasser ablaufen kann. Ansonsten wäre es teilweise etwas matschelig vom Untergrund her. Hier in diesem ehemaligen Mietbereich, wo eben die Wohnwagen standen, kommen weitere Komfortplätze hin, werden aber ähnlich wie die anderen werden, aber ohne Grill. Aber auch mit überdachtem Pavillon. Dafür habt ihr hier die Fahrradständer und große Parzellenflächen. Wenn ich hier nebenan die Parzelle sehe, die ist schon gigantisch. Die sind auf der Seite, diese äußere hier, wirklich riesig. Insgesamt sind die Parzellen aber alle ausreichend groß und sehr unterschiedlich. Manche sind etwas länger, manche sind eher für Kastenwagen geeignet. Die kann ich euch jetzt nicht, wie ich es sonst mache, abmessen, weil die alle ein bisschen variieren. Aber den Platz habt ihr ja schon in der Runde gesehen. Im hinteren Bereich des Stellplatzes gibt
gibt es einen kleinen Durchgang durch die Bäume mit einer Treppe, wo ihr unten direkt am Beginn der Hauptstraße der Straße auskommt, sodass ihr nicht einmal den ganzen Bogen laufen müsst, um in die Stadt zu kommen. Also von daher seid ihr hier unten direkt an der Kreuzung, wo ihr zum Stellplatz von der Hauptstraße abbiegt. Gut gemacht. Ich habe sie nicht gesehen. Ich bin mal außen rumgelaufen. Als wir nach Hause gefahren sind, hatte ich es beim letzten Mal dann entdeckt. Über den Platz verteilt gibt es die Stromsäulen, in denen ihr euren Stecker einfach einstecken könnt, wenn ihr die Tagespauschale bei der Anmeldung entrichtet habt. Strom ist drauf. Und fairerweise sollte die Bezahlung dann auch erfolgen. Da gibt es keine Freischaltung oder so. Im Einfahrtsbereich noch, hinter der Einfahrt zu den ersten Komfortplätzen, befindet sich im Außenbereich noch die Müllentsorgung. Klassisch Papier, Kunststoff, Restmüll. Nicht irritieren lassen, es steht gemischte Verpackungen noch drauf. Ich habe auch schon gelesen, dass sich der eine oder andere darüber beschwert hat, dass es irritiert. Der Aufkleber kommt ja nicht vom Betreiber, der kommt ja vom Aufsteller des Containers und Auffangbehälter für Glasflaschen. Gegenüber haben wir einen Hundekotbehälter und auch den entsprechenden Entsorgungsbehälter für die Hundekotbeutel. Wenn ihr denkt, es kommt ein Bezahlautomat hier hin, weil hier dieses Glasverschlag-Dingsbums dazu aufmutet, ist noch alles Relikt aus alter Zeit und sollte eigentlich demontiert werden. Früher gab es an der Stelle auch noch einen Außenbereich mit einem Grill und einer Terrasse mit Sonnensegel. Was da geplant ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall dieses Häuschen aufgebaut worden, in dem ein Schild hängt, Fahrradverleih und zwei Nicht-E-Bikes dort drin stehen. Ehrlich gesagt, das habe ich jetzt definitiv vergessen zu fragen. Und was ich gerade wieder sehe, das wirft mir wieder Wunder auf. Vorne steht Fahrräder im Einfahrtsbereich des Sanitärsgelände verboten. Da fährt jetzt gerade einer mit dem Wohnmobil rein, um die Kassette zu entleeren. Ich fasse es nicht. Das ist ein Fußweg. Ja. Da hast du jetzt Furchen in dem nassen Gras. Die sind vom Feinsten. Kannst du mit der Planierraupe fahren. Also, habt ihr das auch schon mal, dass ihr auf Stellplätzen Sachen seht, die eigentlich nur noch fragen, oha, was sehe ich denn da? Schreibt es mal in den Kommentaren, was ihr alles so erlebt habt. Würde mich interessieren. Also wir erleben wirklich jede Woche neue kleine Wunder oder Verwunderlichkeiten, besser gesagt. Was mich nicht wundert, ist, dass du mir gerade ein Abo dagelassen hast. Ich sage dir Dankeschön, auch für das Like und das Klicken der Glocke, damit du immer siehst, was wir gerade für ein Video hochposten. Und wenn dich das alles interessiert, dann folge uns auf Instagram, weil ich da zeitgleich zu unseren Aufenthalten auch immer poste, wo wir gerade sind. Das heißt, welches Video dann als nächstes kommt. Wir haben ja da schon den einen oder anderen wirklichen Follower, der heute hin, nächste Woche hinfährt, wo wir heute sind. Wir haben hier noch eine schöne Außenterrasse, wo ihr euch hinsetzen könnt. Freitags ist noch die Strandbude geöffnet, wo ihr Getränke jeglicher Art sowie kleine Speisen erwerben könnt. Momentan gibt es einen Flammkuchen griechischer Art und einmal Tortellini Carbonara. Zurzeit wird es nur freitags geöffnet, ist auch nur für Camper, die hier stehen, gedacht. Es gibt vereinzelt Events, die in Planung sind, dass es dann auch eine Öffnung der Strandbude gibt, wie ein, was war es, Oktoberfest, Silvester. Da sind noch einige Ideen, die geboren werden und die entstehen, aber alles der Zeit nach. Wir haben hier am Freitagabend bei Lausing 2-3 Grad schöne Stunden verbracht und nette Leute kennengelernt und von daher ist das ja schon mal ein Ausgangspunkt, dass man ins Wochenende relax starten kann. Ja, da bin ich auch schon direkt am Fazit zu diesem Stellplatz. Er war als Top Deluxe Premium Platz geplant,
Es ist anders gekommen. Es ist vieles nicht weitergemacht worden können, beziehungsweise dadurch, dass die Stadt ja auch bei allem gefragt werden muss. Erstmal ein bürokratischer Akt, um hier weiterzugehen. Aber die Pläne, die wir gehört haben, um den Platz neues Leben einzuhauchen, sind gut. Hochmotiviertes Team. Ich sage da vielen, vielen Dank für die vielen Gespräche, für die vielen Antworten auf meine noch mehr vieleren Fragen und sage, ich wünsche euch toi, 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 Hut ab für die Pläne, die Umsetzung, euren Elan und Engagement, zumal ihr ja hier schon einiges miterlebt habt. Und sage dem ganzen Team viel Glück für die Umsetzung. Wir waren gerne hier, wir kommen gerne wieder und wir empfehlen euch weiter. Meine zwei Punkte habt ihr und Onkel Alfred gibt sein Sternchen auch dazu. Also von daher, kommt her und überzeugt euch. Xanten ist eine Reise wert und ihr steht hier super und danach geht er in die Salzkarte. Alles klar, ich sage wieder danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.